des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Abteifamilie, ich sehe vor allem das Bettina-Gymnasium und dann noch ein paar andere, die jetzt durch die Glocken gerufen dazugestoßen sind. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wie ihr wisst, hat die Klostergemeinschaft von Königsmünster heute einen neuen Abt gewählt. Und der neue Abt steht jetzt neben mir, Abt Cosmas. Ihr kennt ihn alle, er war Prior, hat jetzt auch in der Zeit ohne Abt die Gemeinschaft schon ein paar Monate geleitet. Pater Prior Cosmas Hoffmann ist heute zum fünften Abt der Abtei Königsmünster gewählt worden. Und ich habe die Ehre und die Freude, ihn euch vorstellen zu dürfen. Ihr werdet im Laufe der Jahre und Jahrzehnte noch manche Gelegenheit haben, euch hoffentlich auch gut an eure Schule zu erinnern. Und der Abt und die Gemeinschaft hier werden froh sein, wenn ihr immer wieder auch mittragen könnt, mit unterstützen könnt, was hier auf dem Klosterberg in Meschede passiert. Ich darf euch auch einladen, Abt Cosmas, der ein schweres Amt übernimmt. Das ist heute ein Freudentag, aber es ist auch der Beginn einer anstrengenden Zeit für ihn, ihn auch im Gebet mit zu unterstützen und mitzutragen. Was wir jetzt tun, ist ein uralter Akt, die sogenannte Installation. Der neue Abt wird installiert. Das heißt, ihm wird sein Stallplatz zugewiesen, seine Stalle im Chor. Aber das ist tatsächlich das gleiche Wort, das wir auch für Kuhstall benutzen, da wo einer seinen festen Ort hat und zeigen muss, wer er ist und durch sein Dasein mittragen, was hier geschieht. Aber zunächst ein kleines Gebet. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Diener, Pater Cosmas, zum Abt dieses Klosters bestellt. Wir bitten dich, schenke ihm und dieser klösterlichen Gemeinschaft deinen Geist und die Fülle deines Segens, damit sie dir in Treue dienen, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Ja, liebe Brüder, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste, liebe Freunde der Abtei, herzlich willkommen. Danke für dieses starke Zeichen der Unterstützung unserer Gemeinschaft. Der Begriff Abteifamilie war ja wirklich passend und ist sehr ermutigend. Und genau darum geht es ja, dass wir jetzt gemeinsam weiterhin fortsetzen, was uns ja auch schon seit vielen Jahren gemeinsam bewegt. Ich fand es sehr schön gestern Nachmittag bei der Vorwahl, als der Abpräses zu Beginn eine Wahrnehmung wiedergab von gestern Vormittag und hintereinander kriegen. Und das ist auch absolut notwendig, weil die Herausforderungen gewaltig sind. Und darum vielen Dank schon an Abpräses, jetzt auch an die Bitte an euch, uns darin zu unterstützen. Gemeinsam sind wir auf dem Weg. Meine eigene Berufungsgeschichte geht relativ früh los. Ich wollte früh Priester. Das ermöglicht ihm ein gemeinsames Leben. Denn was die Kraft unserer Gemeinschaft ausmacht, ist eben auch bei allem Schwarz, das uns verbindet im Habit, doch die Buntheit und die Vielfalt der Typen. Jeder ist doch so ein ganz eigener, das ist in der Schule nicht anders, als eben auch hier im Kloster. Und Kraft schöpfen wir daraus, wenn diese Vielfalt der Perspektiven, der Erfahrungen, der Lebenswirklichkeiten zusammenkommen, um gemeinsam das Projekt Abtei Königsmünster oder Abteifamilie Königsmünster weiterzubringen. Dafür jetzt schon im Vorfeld. Durch die Wahl habe ich ja ein paar Vorschusslorbeeren an Zutrauen und hoffentlich auch an Zumutung. Umgekehrt das Gleiche zurück an euch, Brüder, und eben an alle, die zur Abteifamilie gehören, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und bleiben. Wir beten jetzt den Segen. Dann weiß der Erasmus Bescheid, dass es jetzt keine Mittagshochungshalme mehr gibt. Denn dann ist es auch jetzt Schluss, hat den Vorteil, dass es wieder weitergehen kann mit dem normalen Leben. Amen.
euch, dass ihr diese Feier so würdig mitgefeiert habt. Und wie Abt Cosmas gerade sagte, das normale Leben kann gleich weitergehen. Um 5:05, also in 15 Minuten, findet die 5. Stunde sehr verkürzt statt.